Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben heute das Thema Homeschooling bei uns zu Gast in Form von Dagmar Neubronner. Dagmar, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du bist Verlegerin, hast mehrere Bücher rausgegeben. Du hast zwei Kinder, zwei Ja. Söhne, zwei Söhne. Und was ist jetzt die Idee dahinter, dass du dich mit Homeschooling beschäftigst? Ist die normale Schule nicht gut genug für eure Kinder oder wie? Naja, die normale Schule als solche gibt es ja eigentlich gar nicht, sondern jede Schule ist unterschiedlich und ganz viel hängt auch immer vom jeweiligen Lehrer ab. Wir sind eigentlich zu dem Thema gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Wir hatten nie Zweifel eigentlich an der Schule als solche, als Institution. Wollten nur eine besonders gute Schule für unsere Kinder machen, haben deswegen auch selber eine Schule gegründet. Aber unser älterer Sohn hat sich da dann nicht wohl gefühlt. Und das haben wir natürlich nicht sofort zum Anlass genommen, um zu sagen, ach, du fühlst dich nicht wohl in der Schule, gut, bleibst du zu Hause, das macht man ja nicht, sondern wir haben 2 Jahre lang wirklich mit allen Mitteln versucht, ihn das schmackhaft zu machen, die Bedingungen zu ändern, mit der Lehrerin zu reden. Und zu gucken, woran liegt es überhaupt. Und haben aber einfach festgestellt, und das ist etwas, was ich mittlerweile von sehr vielen Eltern schon gehört habe, dass sich unser Kind ganz stark verändert hat. Er war vorher ganz fröhlich und enthusiastisch und begeistert und ständig unterwegs. Und dann wurde er so ein Hänger, so ein lascher, müder, deprimierter, aggressiver, übellauniger Kerl. Und am Wochenende wurde es besser und in den Ferien wurde es wieder ganz gut. Und wenn er wieder die Schule anfing, dann war es wieder ganz schlecht. Hast du eine Idee, was das sein könnte, was in der Schule wirklich die Menschen oder ihn jetzt speziell, aber wie du sagst, auch mehrere Schüler einfach erstmal depressiv und aggressiv macht? Ich glaube, die Menschen sind einfach unterschiedlich. Und es gibt Leute, die fühlen sich im Trubel wohl und es gibt Leute, die fühlen sich nicht wohl im Trubel. Das ist schon mal der eine Punkt. Und unser älterer Sohn ist zum Beispiel jemand, der sehr, sehr aufmerksam ist, alles mitkriegt und für den ist allein die Aufgabe, mit 30 Leuten 8 Stunden jeden Tag zusammen zu sein, einfach sehr anstrengend. Und inzwischen bin ich aber auch eigentlich an dem Punkt angelangt, dass ich das gar nicht mehr rechtfertigen möchte unbedingt und sagen möchte, ja, mit meinem Kind ist was nicht in Ordnung, der ist so sensibel und deswegen verträgt er die Schule nicht, sondern eigentlich war und inzwischen ist mit unseren Kindern alles wunderbar in Ordnung. Es sind klasse Kinder, aber sie haben sich eben in der Schule nicht wohlgefühlt. Der eine sagte, ich weiß kaum noch, wie ich heiße und vor allen Dingen ist es irgendwie langweilig, immer ist irgendwas und dann hat wieder einer die Lehrerin angespuckt oder in der Klasse unter Fußball gespielt und wenn dann mal Unterricht ist, dann weiß ich es schon. So, das war der Tenor. Also mir ist es, ich will einfach mal Ja. von mir erzählen, so dass ich als Kind unbedingt in die Schule wollte. Ich Ja. dachte, da lerne ich was. Ja. Ich wollte unbedingt lernen. Erster Schultag war der absolute Schock für mich. Also ich muss Ja. sagen, ich hatte keinen Kindergarten, das war damals eben noch nicht so üblich. Aber Ja. dann einfach, das war gar nicht der Unterricht an sich, sondern einfach wie die anderen Kinder schreien und wie ist der denn und guck mal, wie der geht und wie der aussieht und reißen einem was weg und so. Ja. Und ich war geschockt, weil ich das eigentlich erstmal so nicht kannte und dann an dieser Massivität das wirklich sehr persönlich und empfunden habe und sehr empfindlich da war und wirklich dann mich die ganze Schulzeit gequält habe damit einfach wie man ständig irgendwie klein gemacht wird und gehänselt und gekredelt, kann man ja scherzhaft sagen, aber Ja. was wirklich tiefe Verletzungen, die bis heute bei mir Wirken gegeben hat, wo ich heute noch dran arbeite, da Ja. wieder drüber zu kommen. Ja, der Punkt ist, ich glaube, wie wohl man sich in der Schule fühlt, das ist so ein bisschen auch davon abhängig, wie schön es zu Hause ist. Wenn ich jetzt zu Hause nur Geschrei habe und die Eltern nur betrunken auf dem Sofa sitzen, dann ist die Schule natürlich ein Quell der Ordnung, der Anregung, der Freundlichkeit und Gewaltfreiheit. Wenn es jetzt zu Hause sehr schön ist, und das war das Pech so gesehen unserer Kinder, dass es bei uns zu Hause sehr schön ist und friedlich zugeht und wir eine ganz andere Weise haben, auch Konflikte zu lösen, als die Kinder das in der Schule taten, dann ist es natürlich dieses Gefühl, es ist in der Schule schön, überhaupt nicht vorhanden, sondern dann haben die Kinder das Gefühl, was soll ich denn eigentlich hier in diesem Tollhaus? Und ich erinnere mich, das war bei unserem älteren Sohn auch genauso, dass er am ersten Tag, als ich dann nun erwartungsvoll, ja, wie war es denn? Und er dann so sagte, das habe ich mir anders vorgestellt.
Und er konnte nicht genau formulieren, was er sich vorgestellt hatte, aber ein bisschen so in die Richtung. Er hatte gedacht, das ist so ein Ort, wo man was lernt und wo man freundlich mit ganz vielen anderen Kindern umgeht. Und die Schule hat seine Erwartungen nicht erfüllt. Letztlich ist das aber auch gar nicht der Punkt, an dem wir jetzt ansetzen, dass wir sagen, die Schule ist falsch und so und die müsste ganz anders sein. Wir finden nur, wer die Schule nicht in Anspruch nehmen möchte, der sollte das tun dürfen. Denn das war das, was wir dann letztlich gemacht haben. Wir haben dann noch ein paar Versuche gestartet. Wir sind dann in der Zwischenzeit auch umgezogen hier nach Norddeutschland und haben dann noch und immer versucht, natürlich die beste Schule zu finden und haben irgendwann gemerkt, es liegt gar nicht am Schulgebäude oder an den Lehrerinnen. Die waren eigentlich durchweg sehr nett und engagiert. Und auch die anderen Kinder, ja gut, das war zum Teil ein Problem, weil die eben zum Teil wirklich sehr aggressiv waren. Aber wir hatten dann irgendwann das Gefühl, unsere Kinder eignen sich nicht für die Schule und das liegt nicht an unseren Kindern. Und die Schule ist, wie sie ist. Warum sollen sie da eigentlich hin? Ja. So. Geht es auch um Lerninhalte? Ich meine, wir kennen uns, ich weiß, dass auch spirituelles Weltbild heißt, also grob ist natürlich auch nur eine Schublade, aber da kommt man natürlich schon mit vielen Dingen, die so allgemein anerkannt sind, die wir auch in der Schule gelernt haben, hinterfragt man ja dann. Hat das für dich auch was damit zu tun, dass du sagst, ich möchte gar nicht, dass meine Kinder irgendwelche Sachen lernen, wo man sich wirklich fragen muss, sind die eigentlich so oder sollen sie nicht vielleicht die Dinge auch aus einer anderen Perspektive lernen? Oder hat das nee, für dich keinen? Da habe ich eigentlich ein gesundes Selbstvertrauen. Ich glaube, die Bindung der Kinder an die Eltern ist normalerweise so stark. Erich Kästner hat ja gesagt, Erziehung ist sinnlos, die Kinder machen uns ja doch alles nach. Ja? So. Und ich glaube, so ist es ein bisschen. Was wir für Ideen im Kopf haben, ist sowieso nicht das Entscheidende, sondern was wir im Alltag leben mit den Kindern. Und da habe ich eigentlich überhaupt keine Sorge, wenn die Kinder in der Schule irgendwas lernen und ich denke mir, naja gut, das war mal vor 80 Jahren Stand der Wissenschaft und heute sind wir bei der Quantenphysik und ja. Das ist irgendwie alles ganz anders. Da habe ich irgendwie keine Bedenken. Das kriegen Sie auch noch mit das heute kriegen über das Sie Internet mit. Oder was? Und da finde ich es ganz, ganz, also das können Sie aushalten. Da habe ich keine Sorge, denn ich arbeite ja mit einem der bekanntesten Entwicklungs- und Bindungsforscher Nordamerikas zusammen, dem Gordon Neufeld, und weiß deswegen sehr viel über Bindung und weiß, dass Kinder sowieso immer von demjenigen lernen, an den sie gebunden sind. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb die Kinder in der Schule heute so schlecht lernen und immer schlechter und warum Unterrichten immer schwieriger sind, weil die Kinder nämlich immer mehr gar nicht mehr an die Lehrer und an die Erwachsenen überhaupt gebunden sind, sondern an die Gleichaltrigen, an ihre Clique, an die Gruppe, an die Peer Group, wie es auf Neudeutsch heißt. Und deswegen haben sie überhaupt keine Lust mehr und es interessiert sie auch gar nicht mehr, was der Lehrer zu bieten hat. Und das ist eigentlich das Kernproblem. Und unsere Kinder waren eben oder sind auch immer noch genauso, wie du das beschreibst von dir. Die kamen in die Schule, um was zu lernen und waren auch interessiert, weil sie eine gute Bindung an ihre Eltern hatten und an Erwachsene insgesamt. Sie sind in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo sie 35 Erwachsene kannten und auch die Kinder der Erwachsenen kannten und immer wussten, wer gehört zu wem und alle auch wussten, das sind Neubronners. Für die war das wie so ein Dorf, so ein Bindungsdorf gewesen und in der Schule war das dann auf einmal ganz zerrissen und die Kinder haben ihr eigenes Ding gemacht, eher gegen die Lehrerin und es gibt natürlich auch Schulen, wo es schön ist, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Inzwischen habe ich das Gefühl, eigentlich geht es hier um eine Bürgerrechtsfrage. Dürfen wir eigentlich unsere Kinder selber erziehen oder sind wir nur so die Handlanger um einen staatlichen Erziehungsanspruch, der zwar nicht im Grundgesetz steht, der aber immer wieder ständig in den Medien präsent ist, als ob es ihn gäbe, zu erfüllen? Es gibt ja in unterschiedlichen Ländern der Welt, ist es ja durchaus erlaubt, Homeschooling eben in dem Sinne, dass man die Kinder zu Hause errichtet oder in kleinen Bereichen. In welchen Ländern ist das möglich und warum ist es für uns so schwer? Ja, es ist praktisch in allen zivilisierten Ländern möglich. In allen angelsächsischen Ländern sowieso, also Nordamerika, Südafrika, Israel, England, Irland, in ganz Skandinavien, in
im Rest von Europa im Grunde mit unterschiedlichen Regelungen. In Kanada kriegt man sogar noch Geld zur Unterstützung, in Russland übrigens auch. Die Ostblockstaaten, die ehemaligen Ostblockstaaten, haben eigentlich alle nach der Öffnung, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nachgezogen und haben gesagt, ach, das ist ja eigentlich auch interessant, haben dann Pilotstudien gemacht, Tschechien zum Beispiel, und haben festgestellt, ach, die Kinder lernen ja viel besser zu Hause, also wo ist das Problem? Und haben es erlaubt. Und warum es in Deutschland nicht erlaubt ist, ja, wenn ich das wüsste. Also die Geschichte ist so, dass 1919 in Deutschland oder im damaligen Deutschen Reich das, die Schulpflicht eingeführt wurde von den Sozialdemokraten mit dem Anspruch, die Klassengesellschaft aufzulösen. Dass also nicht mehr die adligen Kinder auf ihren Schlössern vom Hauslehrer unterrichtet wurden und die anderen im Stall die Kühe molken, sondern dass eben alle zusammengeführt werden sollten. Ist ja auch ein, im Ansatz ist es ja eine gute absolut Idee. Absolut Klasseanspruch, genau. Es war aber natürlich so, dass jetzt das nicht zwanghaft verstanden wurde, sondern da, wo die Kinder zart waren oder andere Interessen hatten oder sehr begabt waren oder es irgendwelche Gründe gab. Hauptsache war, die Kinder erhielten überhaupt Bildung. Denn früher war es ja so, dass man auf die Kinder als Arbeitskräfte Wert legte. Heute haben wir noch nicht mal für die Erwachsenen genug Arbeit, das ist überhaupt kein Thema mehr. Aber das war ja früher so. Und das ist der Hintergrund. Die Kinder aus den Fabriken rauszuholen und ihnen zu ermöglichen. Also die Schulpflicht war eigentlich, das Wort Pflicht bezog sich eigentlich nicht auf die Kinder, sondern auf die Erwachsenen. Die Erwachsenen hatten die Pflicht, den Kindern die Schule zu ermöglichen. So. Und dann kam Hitler und Hitler hat 1938 das Reichsschulpflichtgesetz erlassen. Und da wurde eben dann zum ersten und auch weltweit bis auf China und solche Länder einmalig festgeschrieben, der Schulzwang, dass Kinder, wenn sie nicht zur Schule gehen, nicht nur mit der Polizei zwangsweise in die Schule überführt werden, sondern dass sie auch, dass die Eltern das Sorgerecht verlieren, dass sie praktisch können. Mhm. Und das wurde damals damit begründet, dass eben alle Kinder im nationalsozialistischen Geist erzogen werden sollen. Und das wollen wir natürlich heute nicht mehr. Aber diese Absolutheit, dieser Anspruch, dieser Absolutheitsanspruch, der ist beibehalten worden und in sämtliche Bundeslandgesetze übernommen worden. Aber kann man da nicht argumentieren, dass eigentlich alle Gesetze, die im Dritten Reich galten, die sind ja teilweise eigentlich verboten, die heute anzuwenden. Sie werden aber trotzdem angewendet. Nützt einem nichts, wenn man damit kommt, das ist ein Gesetz, was im Dritten Reich eingeführt wurde? Nö, also das ist dann so wie mit Hitler war Vegetarier oder so. Nicht alles, was jetzt in dieser Zeitspanne entstanden ist, muss deswegen, allein deswegen schon rechtswidrig sein oder verfassungswidrig. Beim Schulzwang ist es allerdings schon so, dass das eine Einschränkung der Bürgerrechte beinhaltet. Es ist ja praktisch so, dass man als Schüler in Deutschland und es dreut ja die Kindergartenpflicht und Krippenpflicht am Horizont, dass man als Schüler schon alleine 12 Jahre, und zwar 12 entscheidende Entwicklungsjahre, in seinen Bürgerrechten massivst eingeschränkt ist. Die Eltern sind mit eingeschränkt, das Kind hat keine freie Wahl des Aufenthaltsortes, es kann nicht darüber bestimmen, womit es sich beschäftigt, es kann nicht darüber bestimmen, wann es redet, mit wem es redet, wann es aufs Klo geht und solche Sachen. Das ist eigentlich vergleichbar von der Einschränkung der Bürgerrechte her nur noch mit Gefängnis oder Militär. Ihr habt ja da selber auch ganz dramatische Sachen erlebt, dass ihr wirklich teilweise ins Ausland gehen musstet, um nicht dauernd von der Polizei belästigt zu werden. Oder erzähl mal ein bisschen, was da passiert ist. Also um überhaupt jetzt nochmal konkret zu werden, wie es bei uns war. Wir haben dann eben irgendwann gesagt, wir gucken uns das Elend nicht mehr länger an und erlauben den Kindern zu Hause zu bleiben. Wobei der Jüngere nur wenige Wochen Schulerfahrung hatte, aber der hat schon mit 3 Jahren sich selber Lesen beigebracht und kam nach Hause und sagte, Mama, was soll ich da? Ich kann doch lesen und schreiben und da stinkt's und außerdem kann ich nie in Ruhe irgendwas machen. Der wollte schon nicht in den Kindergarten, weil er sagte, er kann da nie in Ruhe spielen. Und dann haben wir versucht, mit den Behörden eine Regelung zu erreichen und stießen auch zunächst auf offene Ohren, hatten auch dann Fürsprecher, die sich aber innerhalb der Behörde nicht durchsetzen konnten. Eigentlich war geplant, eine modifizierte Form der Schulpflichterfüllung vorzusehen, wo wir sagen, wir erfüllen ja die Schulpflicht, unsere Kinder lernen, nur sie sitzen halt nicht in einem Gebäude. Das heißt ja nicht Schulgebäude, Anwesenheitspflicht.
Und dann gab es aber einen Regierungswechsel in unserem Bundesland. Es gab eine neue Zuständigkeit und damit änderte sich alles. Da galt dann die ganz harte Linie, keine neuen Privatschulen mehr und diese Homeschool-Geschichte wollen wir doch mal gleich überhaupt nicht. Und damit war eigentlich diese schöne Lösung, die ganz prima geklappt hatte, wo alle paar Wochen zwei Lehrerinnen gekommen waren und sich mit unseren Kindern unterhalten hatten und Tests gemacht hatten und so weiter. Und die Kinder sogar ein Zeugnis gekriegt hatten, jeder. Ganz prima, Also das sie hätte auch wurden gut so weitergehen. nach Ja, Standardmaßstäben auch geprüft. genau. Ja. Haben die üblichen Maßstäbe gemacht, haben da diese Tests ausgefüllt und so weiter. Und das war alles prima. Aber das war dann eben politisch nicht mehr gewünscht. Weil man uns sagte im persönlichen Gespräch, wir haben immer das persönliche Gespräch geführt mit den Behörden und auch da jetzt keine Feindbilder aufgebaut. Und man hat gesagt, naja, also ehrlich gesagt, niemand macht sich Sorgen um ihre Kinder. Man sieht ja, dass es denen gut geht, aber wenn wir es ihnen erlauben, dann lassen die ganzen Moslems ihre Töchter zu Hause zum Beispiel und so weiter. Und dann haben wir vergeblich argumentiert, dass wir gesagt haben, ja, gucken Sie sich doch um in ganz Europa, in Nordamerika, überall. Nirgendwo ist es so, wie Sie jetzt befürchten, dass dann die Moslems ihre Kinder zu Hause lassen. Und im Übrigen, die wirklich fundamentalistischen Leute, egal welcher Religionszugehörigkeit, die würden die Indoktrinierung ihrer Kinder sowieso nicht den einzelnen Muttis und Papis überlassen, sondern die würden eine weltanschauliche Schule gründen. Und das dürfen sie laut Grundgesetz, das muss man ihnen erlauben. Insofern zieht das Argument gar nicht. Was wir dann erlitten haben, im Nachhinein, ich kann schon wieder drüber lächeln, damals ging es mir nicht so gut, da habe ich wirklich wochenlang von Haferschleim gelebt und hatte Magenschmerzen. Und die Kinder sind ja das Kostbarste, was wir haben. Und man ist ja auch sehr verletzlich, denn wenn dann im Raume steht, dass das Sorgerecht entzogen werden könnte, das ist ja der Super-GAU und das ist ja auch wegen Homeschooling immer wieder passiert in Deutschland. Das ist uns Gott sei Dank nicht passiert, weil wir eben auch dann rechtzeitig irgendwann beschlossen haben, jetzt gehen wir ins Ausland. Was uns passiert ist, ist, dass wir sehr, sehr hohe Zwangsgelder aufgebrummt gekriegt haben. Die Bußgelder hat man bei uns gleich übersprungen. Man gleich geschrieben, sie sind ja Überzeugungstäter. Da führen die Bußgelder sowieso nichts. Das ist ja keine Schlamperei bei ihnen, sondern Absicht. Und wir hatten dann zu einem Zeitpunkt, hatte sich das summiert auf 7.500 €, was für uns kleine Krauter mit unserem kleinen Eine Menge Verlag Geld, ja. einfach existenzbedrohend ist. Und die haben wir dann nicht bezahlt. Weil wir fanden, also erstmal können wir es gar nicht und zweitens sehen wir es auch gar nicht ein. Und dann hat man uns den Gerichtsvollzieher ins Haus geschickt. Das war dann eher peinlich, weil der reinkam und sich ins Wohnzimmer setzte. Der war auch sehr nett und sagte, ja, hier kann ich nichts pfänden. Und wir waren so etwas wie, Sie haben doch gar nicht alles gesehen. Nein, nein, wissen Sie, ich bin 40 Jahre in dem Beruf, das sehe ich, hier kann man nichts pfänden. Weil wir sind jetzt nicht ärmlich oder so, aber wir haben ihm dann auch das Klavier angeboten, nö. Aber war das schon Und von ihm aus so ein Zugeständnis, dass er sagte, eigentlich habe ich gar keine Lust, jetzt hier bei den nein, nein, Leuten was zu es pfänden war oder wirklich was? so, dass er sagte, pfändbar sind nur die Dinge, die deutlich ganz klar über den täglichen Bedarf hinausgehen. Und das Klavier für die Kinder zählt zum Bedarf, ein normaler Fernseher zählt auch zum Bedarf. Er sagte, wenn Sie jetzt hier eine riesen Anlage stehen hätten für 5.000 € oder so, haben wir aber nicht. Unser Auto war auch schon 12 Jahre alt, also das ging nicht. Und der zog unverrichteter Dinge wieder ab. Und dann hat man uns die Konten gesperrt. Und das war dann nicht mehr lustig. Wir hatten uns da in Sicherheit gewiegt, weil wir wussten, die Konten dürfen eigentlich nur gepfändet werden, um zum Beispiel Zwangsgelder einzutreiben, bis auf einen gewissen Sockelbetrag, der fürs tägliche Leben ausreicht. Und wir wussten, dass unser Einkommen eigentlich unter diesem Sockelbetrag liegt oder so ungefähr um diesen Sockelbetrag, sodass wir uns da ganz sicher fühlten. Aber da gab es eine Gesetzeslücke. Das gilt nur für das Einkommen von Angestellten. Und wir sind ja freischaffend. Da galt das nicht. Angeblich soll das jetzt behoben werden.
Das heißt, man hat uns nicht nur unser privates Konto, wo wir Geld abheben, um einkaufen zu gehen, gesperrt, sondern auch unser Geschäftskonto, sodass wir unsere Rechnung nicht mehr bezahlen konnten und gegenüber unseren Kunden als insolvent dastanden. Toll, ja. Und das war natürlich heftig. Daraufhin ist mein Mann zur Sozialbehörde gegangen und hat Hartz IV beantragt, weil er sagte, unsere Konten sind gesperrt, wir müssen ja unsere Kinder ernähren. Jetzt muss ich also Hartz IV beantragen, weil unsere Firma ja gerade zerstört wird. Daraufhin wurde die Kontensperrung dann, und unsere Kinder sind dann auch für ein paar Tage in die Schule gegangen, weil wir gesagt haben, Jungs, also Nützt nichts, ne? es ist Ja. jetzt, das müssen wir jetzt, ihr müsst jetzt da mal hingehen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann ist diese Kontensperrung auch wieder aufgehoben worden. Aber dann gab es, das war 2007, Ende 2007, gab es ein ganz entscheidendes Urteil des Bundesgerichtshofes, nachdem Eltern, die ihre Kinder der Schulpflicht entziehen, so heißt es, oder nicht zuführen, es versäumen, sie zu zwingen, ihr Sorgerecht missbrauchen und es ihnen also deswegen aberkannt werden kann und Das ist natürlich ein sollte. ganz heikles Thema, ne? Weil Ja, da geht und es wirklich. das ist natürlich gruselig. Und es war in diesem speziellen Fall, wo dieses Urteil ergangen war, sogar so gewesen, dass das Jugendamt, was das Homeschooling ermöglicht hatte, das Jugendamt hatte in diesem speziellen Fall, um den es ging, nämlich ermöglicht, dass die Kinder mit ihrer Mutter in Österreich lebten. In Österreich ist es natürlich auch erlaubt, die Kinder außerhalb der Schule zu unterrichten. Und das Jugendamt, was die hatten nämlich nicht aufgepasst und hatten schon eine Einschränkung ihres Sorgerechts erfahren. Und das Jugendamt hat dann aber gesagt, okay, wir melden die Kinder in Deutschland ab, melden sie in Österreich an, sie ziehen nach Österreich und dann können sie da zu Hause lernen. Alle sind glücklich. Und diese Maßnahme des Jugendamtes, die ja sehr sinnvoll war eigentlich, ist vom Bundesverwaltungsgericht, nee, vom Bundesgerichtshof ausdrücklich gerügt worden. Also die hätten ja getan, was die Eltern wollten und so ging es ja nicht. Und das Jugendamt wurde gerügt und der Fall wurde dem Jugendamt entzogen. Und seitdem sind alle deutschen Behörden, die mit diesen Fällen zu tun haben, natürlich sehr vorsichtig und wollen nicht auch gerügt werden. Und dieses Urteil ist einfach auch sehr klar. Und da haben wir beschlossen, okay, wir müssen hier die Koffer packen, denn wenn wir das Sorgerecht einmal verloren haben, dann können wir Deutschland gar nicht mehr verlassen. Das ist dann Kindesentführung. Dann entführen wir unsere eigenen Kinder, wenn wir mit ihnen in ein anderes Land gehen. So, und deswegen leben mein Mann und meine Kinder seit Anfang 2008 ganz überwiegend eben im Ausland, in Frankreich und in Spanien. Und ich natürlich auch sehr viel. Manchmal sind sie auch hier, aber ganz überwiegend, ganz klar, der Lebensschwerpunkt und Lebensmittelpunkt ist im Ausland, um ihnen ihre Freiheit zu ermöglichen. Was natürlich ein ganz großes Opfer ist. Natürlich, es ist Ja. eigentlich eine traurige Geschichte, dass Ja. man so weit gehen muss, Ja, wirklich genau. Ja. auswandern muss Ja, und sozusagen. das sind wir auch nicht die Einzigen. Wir sind nur eine von den ganz wenigen, die das mit großem Medientamtam gemacht haben, weil wir in unserer Naivität relativ frühzeitig schon an die Presse gegangen sind, weil wir dachten, hey, die Sachlage ist so klar, es ist überall erlaubt, unsere Kinder sind auf dem Stand und alles ist gut. Das müssen die verstehen, das verstehen die auch. Wir waren da ganz optimistisch. Und als wir dann gemerkt haben, dass es so einfach nicht ist, waren wir eben schon geoutet. Und die meisten Eltern, die innerhalb oder außerhalb Deutschlands, die meisten deutschen Eltern, die innerhalb oder außerhalb Deutschlands ihre Kinder frei lernen lassen, ihnen das ermöglichen, können sich eben nicht outen, weil sie dann ihre Lösung zerstören würden. Und das ist natürlich schade für uns, weil man, wenn man die Medien anguckt, den Eindruck haben könnte, das sind eigentlich nur Neuporners und noch drei andere Familien. Aber es sind viel mehr. Es sind viel mehr, ja, es sind sehr viel mehr und es sind zunehmend auch immer mehr Familien, die schon, wenn die Kinder noch ganz klein sind, sagen, ach Gott, jetzt kommt ja die Schulpflicht. Also jetzt sehen wir mal zu, dass wir uns in die Filiale nach London versetzen lassen oder so. Und das sind gerade natürlich die Eltern mit in gehobenen Berufen, die sich das ermöglichen können. Also es ist im Grunde ein ganz schrecklicher Effekt, dass es für die Eltern, die international tätig sein können, wesentlich attraktiver ist, mal ein paar Jahre ins Ausland zu gehen.
Und das ist ja heute auch nicht mehr so ein Ding wie früher. Das ist heute, wenn man mal ins EU-Ausland zumindest geht, das ist so wie wenn man früher von Bayern nach Preußen gegangen ist. Das war ein Riesenschritt. Und natürlich ist es heute auch noch ein großer Schritt, auch durch die Sprachbarriere und so. Aber letztlich ist es nicht mehr so schwierig im Rahmen der EU. Und umgekehrt habe ich es jetzt auch schon erlebt, dass Eltern aus dem Ausland, die hier ein Jobangeboten gekriegt hatten, gesagt haben, Deutschland, toll, ja, der Job ist auch gut. Aber was? Wir haben gehört, in Deutschland, da ist irgendwie, die haben irgendwie so ein Fimmel mit ihrer Schule. Und dann haben sie festgestellt, oh Gott, das ist ja irgendwie ganz, ganz schrecklich. Ach nee, das machen wir dann doch lieber nicht. Dann gehen wir doch lieber nach sonst wohin. Ja. Gut, und die Eltern, die nicht solche Berufe haben, die müssen dann eben versuchen, sich irgendwie durchzumogeln. Und das ist ganz schade, weil die Eltern und die ganzen Familien in Angst leben. Und zum Teil dann die Kinder viel weniger Sozialkontakte haben, als sie eigentlich normalerweise hätten, weil immer die Angst besteht, es darf ja nicht rauskommen, dass sie nicht zur Schule gehen und so weiter. Also es ist im Grunde eine Behinderung. Es ist ja teilweise wirklich so, dass die Jugendämter ganz krass entscheiden, manchmal wirklich den Eltern die Kinder wegzunehmen. Das ist ja auch ein Thema, wo wir wahrscheinlich auch mal was drüber machen werden, weil das wirklich unglaublich ist, was da teilweise geschieht, weil die scheinbar niemandem Rechenschaft schuldig sind vom Jugendamt und dann wirklich Familien auseinanderreißen. Siehst du denn da irgendeine Perspektive in Deutschland, dass sich da politisch was ändert oder ist das wirklich hier Entwicklungsland in Sachen Homeschooling? Ja, sowohl als auch. Ich sehe eine Perspektive und Deutschland ist noch natürlich ein Entwicklungsland und es ist richtig peinlich, wenn ich im Ausland bin. Ich bin öfter in Kanada eben. Dann habe ich richtig Probleme, weil ich natürlich Deutschland liebe und mein Land besteht ja jetzt nicht nur aus Schulgesetzen und Schulbehörden. Und wenn die dann sagen, Dagmar, was ist das? Aber ihr seid doch jetzt eine Demokratie, oder? Und man merkt so, was, das kann doch gar nicht sein. Und Peinlich eigentlich, das ne? ist peinlich, es tut mir dann weh, ich schäme mich dann richtig. Und ich sage, ja, wir kriegen das hin, wir ändern das. Und es ist allerdings so, dass wir ja den juristischen Weg auch beschritten haben und dann bis vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen sind und überall glatte Abfuhren erlitten haben, sodass der bundesdeutsche Rechtsweg im Moment ausgeschöpft ist. Unser Anwalt bereitet aber eine Klage auf EU-Ebene vor, weil es eben ganz viele Beispiele dafür gibt, dass es nicht sein kann, dass in einem EU-Land Regelungen herrschen, die es den Bürgern der anderen Länder sehr stark erschweren, in diesem Land zu leben und einfach oder umgekehrt die Kinder in diesem Fall eines EU-Landes so stark benachteiligen, indem sie diese Wahlfreiheit nicht haben. Man muss eben immer, man muss eine juristische Art und Weise finden, das so zu formulieren, dass die Richter eine Möglichkeit haben, diesem gesellschaftlichen Wandel, der in Deutschland schon ziemlich weit fortgeschritten ist, Rechnung zu tragen. Unsere zweite Hoffnung ist natürlich, die deutsche, bundesdeutsche Gesellschaft befindet sich ja, was Schule angeht, in einer Dauerkrise und in einem Einweichprozess. Das ist ständig Thema, wann immer man die Zeitung aufschlägt. Die Eltern sind eigentlich extrem unzufrieden. Ich kenne keine Familie mit Schulkindern, wo die Schule nicht das Problemthema ist. Und ich hoffe, dass das irgendwann dazu führen wird, zu so einer Befreiung. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie beim Telefon. Früher, als es noch das Bundespostministerium gab, da gab es diese grauen und dann irgendwann gab es grüne Ja, Telefone. toll. Und man musste einen Antrag stellen und dann kamen irgendwann Leute und haben das angeschlossen. Man durfte aber das Kabel selber nicht anfassen und so weiter. Und in dem Moment, wo der Staat dieses Monopol, was er ja im Moment sich für die Bildung ja anmaßt, losgelassen hat, wird auch die Bildungsszene explodieren. Dann wird es auf einmal ganz, ganz viele Schulen geben, die ganz unterschiedlich sind, wo je nach Bedürfnissen der Eltern und der Kinder halt und der Gesellschaft insgesamt. Und dann wird es eben auch Kinder geben, die frei lernen. Es wird einfach ganz eine Vielfalt geben. Und ich glaube, dass das auch nicht mehr lange dauern wird, denn das jetzige Bildungssystem steht ja mit dem Rücken zur Wand. Niemand ist zufrieden. Jedenfalls nicht von denen, die es gut meinen. Da komme ich noch dann zu einem anderen Thema, wenn ich das noch eben anfügen darf.
In den USA gibt es den John Taylor Gatto. Es ist jemand, der über 30 Jahre lang Lehrer war, mehrfach ausgezeichnet wurde, ist als Lehrer des Jahres und wirklich ein ganz, ganz toller Lehrer. Und der hat irgendwann die Sache hingeschmissen und hat gesagt: Leute, wisst ihr was? Ich komme aus der Werbewirtschaft und ich sage euch jetzt mal, was hier eigentlich los ist. Wir denken immer, Schule funktioniert nicht und wir müssen sie jetzt noch ein bisschen reformieren und dann wird sie funktionieren. Das denken wir seit 150 Jahren. Und wir jagen uns die ganze Zeit von einer Reform zur nächsten und immer denken wir, jetzt wird es besser. Es wird aber nicht besser. Und in Wirklichkeit erfüllt die Schule auf einer bestimmten Ebene auch schon die ganze Zeit genau den Zweck, den sie haben soll, nämlich gehorsame, unselbstständige Konsumenten heranzubilden. Und er hat das dann sehr, sehr deutlich in seinem Buch Dumbing Us Down, heißt es auf Englisch, verdummt nochmal, heißt die deutsche Ausgabe von Gatto. Hat er es ganz, das ist ein Buch, oh, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich habe wirklich ganz rote Ohren gekriegt und war ganz aufgeregt, weil ich gemerkt habe, das stimmt und das ist ja zutiefst bösartig, was der da beschreibt, aber es leuchtet auch sehr ein, dass Kinder in der Schule eben, wir denken, die Kinder lernen in der Schule Englisch und Deutsch und Erdkunde und so weiter. Was sie aber in Wirklichkeit lernen, ist was ganz anderes. Sie lernen, unselbstständig zu sein. Sie lernen, abhängig zu sein und sich nach jemand anderem zu richten und die Antworten zu geben, die erwartet werden. Sie lernen, sich auf Befehl für was zu interessieren und das auch dann nach 45 Minuten auf Befehl mit Glockenschlag wieder abzustellen, dieses Interesse. Sie lernen, nie etwas zu Ende zu machen. In dem Moment, wo sie sich wirklich mal engagieren und natürlich den Wunsch haben, etwas zu Ende zu machen, bong, klingelt's und sie müssen ihr Interesse wieder runterschlucken. Sie lernen, ihre Tage in fremdstrukturierten Abläufen zu verbringen und so weiter und so weiter. Das ist das, was sie eigentlich lernen. Und das ist eine Katastrophe, denn wir brauchen natürlich kreative, eigenständige, demokratiefähige vor allem Menschen. Und die Schule ist und kann nicht sein demokratisch, so wie sie jetzt ist. Und die Kinder lernen auch nicht Demokratie. Es reicht ja nicht, wenn man zweimal in der Woche in Gemeinschaftskunde was über den Bundestag hört, um Demokratie zu lernen. Da kommt wieder Kästner ins Spiel. Kinder machen uns alles nach. Und wenn sie lernen, das Leben ist so, dass man nicht selber entscheiden darf und dass man total abhängig ist, und das lernen sie 12 Jahre lang, von 6 bis 18. Und dann sollen sie auf einmal mündige Bürger sein. Das sind sie nicht, die meisten. Also würde es grundsätzlich das gesamte Schulsystem in Frage stellen. Ja, Ohne eigentlich was gäbe es ja. hier eine Alternative? Muss ich auch mal drauf kommen, weil wenn du oder ihr, dein Mann, eure Kinder unterrichtet, dann ist ja auch viel Arbeit für euch. Ihr müsst euch im Grunde ja mit den Dingen beschäftigen, die ihr vor 30 Jahren oder wann mal gelernt habt und die habt ihr aber wahrscheinlich alle nicht mehr parat. Das heißt, ihr müsst euch auch jetzt auf den Unterricht vorbereiten oder wie macht ihr das? Also das ist ja auch deine Das Pflicht, ist ne? jetzt die goldene Frage, denn es ist alles ganz, ganz, ganz anders. So wie du das jetzt darstellst, haben wir das am Anfang auch gedacht. Wir haben gedacht, naja, wenn die jetzt nicht mehr zur Schule gehen und wir wollen natürlich, dass sie später eine Chance haben, dass sie eine gute Bildung haben und so weiter, dann müssen wir das jetzt alles selber machen und haben Lehrpläne gegoogelt und gewälzt und uns auch natürlich tierisch Druck gemacht damit. Und haben auch versucht, die Kinder zu unterrichten. Das ging auch irgendwie. Es war dann halt so Schule zu Hause. Das machen ja auch manche Eltern so. Und dann haben wir aber gemerkt, wie Lernen eigentlich funktioniert. Und das ist was ganz, ganz anderes. Und das ist etwas, wovon Schule nur ein ganz müder Abklatsch ist. Denn eigentlich bedeutet Lernen, dass jemand sich so entfaltet, wie das Potenzial, das er mitbringt, das in ihm ist, es vorgibt. Also, dass jemand wie so ein Baum seinen eigenen Entwicklungsplan hat und seine Äste und Zweige und Blätter in die Welt streckt. Und die Aufgabe, unsere Aufgabe ist eigentlich nur als verantwortliche Erwachsene, ist eigentlich nur, die Nährstoffe bereitzustellen, zweimal die Woche zu gießen, die Sonne scheinen zu lassen. Und der Rest passiert von selber. Die Kinder holen sich dann das ran, was sie brauchen, um die zu werden, die sie werden wollen. Das ist ganz, ganz spannend. Und das in der Schule ist es so, das ist ja wie in der Baumschule. Das ist in dieser Metapher jetzt
Montag 9 Uhr, jetzt machen wir mal alle da links oben, zweiter Ast von hinten, ein neues grünes kleines Blatt. Mhm. Ja? Und die Kinder sind aber ganz unterschiedlich und interessieren sich gerade für ganz unterschiedliche Dinge und wollen gerade da einen Ast bauen oder da eine Blüte machen oder so. Nein, es ist Montag 9 Uhr, sie machen jetzt alle, ne? Oder andere sind vielleicht noch gar nicht so weit, sondern müssen überhaupt erst nochmal ihre Wurzeln kräftigen und so weiter. Und das, was passiert, wenn Kinder frei sind, das ist etwas so Schönes und Unvorstellbares, war es jedenfalls für uns, dass es mit dem, was in der Schule passiert, nur noch ganz wenig zu tun hat. Unsere Kinder sind dann, wir haben dann irgendwann nämlich beschlossen, als wir sowieso Hopfen und Malz verloren waren und wir sowieso als die Schulverweigerer geoutet waren und wir nicht mehr die Hoffnung hatten, durch Wohlverhalten irgendwas zu retten, haben wir gesagt, okay, dann können wir die Kinder jetzt auch wirklich in Ruhe lassen und einfach mal gucken, was passiert eine Zeit lang. Und so langsam, wie das in der Schule geht, wenn wir merken, oh, jetzt müssen wir eingreifen, können wir immer noch eingreifen. Und dann haben die Kinder eine ganze Zeit lang einfach nur gespielt und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Haben natürlich trotzdem ganz viel gelernt in der Zeit, aber haben sich eben nicht zum Beispiel mit Mathematik befasst. Das kommt einfach im Alltag unserer Kinder nicht so vor. Die interessieren sich für andere Sachen. Es gibt auch Kinder, die physikalisch interessiert sind. Da kommt es natürlicherweise vor. Bei unseren ist das anders. So. Aber dann sind sie irgendwann von selber gekommen und haben gesagt, wie ist denn das eigentlich? Wir wollen ja schon auch Schritt halten. Sollten wir nicht mal ein bisschen lernen? Und haben gesagt, ja klar, finden wir auch. Lernt mal ein bisschen was. Ihr habt ja so Arbeitshefte und ihr wisst ja, im Internet gibt es realmat.de. Da kann man super toll die Aufgaben lösen. Na gut, dann sind sie nach einer Weile wiedergekommen und haben gesagt, ah, wir schaffen das nicht. Es macht so wenig Spaß. Mama, du musst uns zwingen. Ja. Wie gesagt, ich werde einen Teufel tun und euch zwingen. Aber ich werde euch jeden Tag daran erinnern, dass ihr das eigentlich tun wollt. Und das habe ich dann eine Weile gemacht. Und sie haben dann immer noch mal wieder versucht, uns die Verantwortung, zuzuschieben. So, ja, dann müssen wir jetzt halt. Und dann habe ich gesagt, nö, wollt ihr den Tag frei haben heute? Nein, nein, ist ja gut. Aha. Denn eigentlich wollten sie es ja selber. Mhm. Und inzwischen, sie sind jetzt 11 und 13, inzwischen läuft das total eigenständig. Sie haben ein paar Bereiche, wo sie praktisch sich im entfernten Sinne schulmäßig Bildung aneignen. Das ist einmal Mathematik. Da gibt es eben diese Seite realmat.de. Da lösen sie jeden Tag zwei Lektionen und sind schon beide jetzt im nächsten Schuljahr. Also das geht dann ruckzuck, wenn man es selber macht, alleine. Und dann lernen sie mit Rosetta Stone. Das ist so ein ganz, ganz tolles Sprachlernprogramm, was sonst die Manager anwenden, was auch eigentlich sehr, sehr teuer ist, was aber für Homeschooler ganz billig ist, weil unsere Kinder bei einer internationalen Schule angemeldet sind, also einer Betreuungseinrichtung für freilernende Kinder. Das ist die Clonlara School. Die arbeitet in über 40 Ländern und die haben einen Vertrag mit diesem Rosetta Stone, mit dieser Firma, sodass wir für 100 Euro kann die ganze Familie aus 23 Sprachen auswählen. Und das macht so viel Spaß, am Computer diese Sprachen zu lernen, weil es ein ganz, ganz genial ist, so nachempfunden wie Kinder, wenn sie klein sind, die Muttersprache lernen, dass sogar wir als Eltern, obwohl wir gar nicht mehr schulpflichtig sind, jeder auch angefangen haben, noch andere Sprachen zu lernen. Also ich habe jetzt angefangen, einfach aus Spaß Griechisch zu lernen und mein Mann frischt sein Englisch auf und so weiter. Und die Kinder lernen Englisch und Spanisch, weil das ist, was sie am meisten glauben, dass sie das brauchen und was sie wollen. So, und der Rest ergibt sich von selber, weil sie leben, weil sie Konzerte organisieren, weil sie eine eigene Homepage gestalten, weil sie alles Mögliche machen in ihrem Leben und auch mit anderen Kindern zusammen machen. Und daraus ergibt sich ganz viel. Und wir gucken eigentlich immer nur so, ach, das könnte jetzt für sie interessant sein, da schleppen wir mal ein Buch ran oder da nehmen wir sie jetzt mal mit ins Konzert oder da gehen wir mal mit ihnen ins Theater oder da gehen wir mal in das Museum oder in die Ausstellung, wobei sie ja meistens gar nicht so ein Interesse dran haben, aber wir machen es und zum Teil ist es dann auch
wirklich toll. Zum Teil hätten wir es uns sparen können. Aber Da das ist ja auch probieren wir so, einfach. das ist ja sonst auch so, Ja, wenn man in der aber das Schule ist ist. kein Aufwand, sondern das ist das, was wir mit unseren Kindern sonst auch machen würden. Nur jetzt können wir halt in der Woche gehen, wenn es nicht so voll ist. Und gut. Es gibt viele Vorteile offensichtlich. Wir können noch stundenlang drüber reden, aber wir haben schon eine ganze Menge. Wir können ja auch nur anregen. Ich glaube, es war eine Menge gesagt. Du hast auch Bücher selber im eigenen Verlag darüber, oft über das Thema Homeschooling. Ja, ich habe einmal selber ein Buch geschrieben, Die Freilerner, weil ich eben eine Zeit lang sehr intensiv einen Blog auch geschrieben habe, wo ich geschildert habe, was jeden Tag bei uns passiert, sowohl vom Lernen her als von der Polizei und den Behörden her. Und dann haben wir mittlerweile, weil wir einen kleinen Verlag haben, mehrere Bücher rausgebracht, die auch sehr beliebt sind bei den Eltern, die entweder mit dem Gedanken spielen, ihre Kinder frei lernen zu lassen, oder im Rahmen der Schule einfach nach neuen Wegen suchen. Auch Lehrer kaufen die gerne. Und insgesamt ist es einfach sehr ermutigend zu sehen, wie es in anderen Ländern selbstverständlich ist, wie sich Kinder entwickeln, die frei lernen. Da sind dann ganz, ganz viele Fallbeispiele. Also mein persönliches Lieblingsbuch ist das Teenager-Befreiungshandbuch. Wo hunderte von Geschichten drin stehen, nebst vielen anderen Informationen, wie das so war, als die Kinder 9 waren und wie es dann war, als sie 13 waren und wie sie dann auf einmal mit 15 das und das gemacht haben und wie sie jetzt mit 17 da und damit Geld verdienen oder mit 19 an der Uni Also ganz studieren. erfolgreich, ja. Ganz erfolgreich. Natürlich sind nicht alle Kinder jetzt die Überflieger, nur weil sie zu Hause lernen. Es hat ja auch jedes Kind einfach in Unterschiedliche. unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Schwerpunkte und Begabungen. Aber es ist zum Beispiel inzwischen so, dass in den Ländern, wo Homeschooling erlaubt ist und massiv gemacht wird, in Nordamerika zum Beispiel, an den ganzen Elite-Universitäten, die Homeschooler hoch beliebt sind und mit Kusshand genommen werden, weil die eben gelernt haben, selbstständig zu lernen, sich selber zu organisieren, weil die selber Fragen stellen, weil sie eben nicht 12 Jahre lang die Fragen beantworten mussten, die andere sich für sie ausgedacht haben und die sie eigentlich gar nicht selber wissen wollten. Also es gibt eine Reihe von Büchern und was ich in dem Zusammenhang eben auch noch ganz wichtig finde, das ist die Beschäftigung mit dem Thema Bindungsforschung, eben Stichwort Gordon Neufeld, der hat auch ein Buch geschrieben, Unsere Kinder brauchen uns, weil eben deutlich ist, Kinder lernen von den Menschen, an die sie gebunden sind. Das heißt, wenn sie in der Schule sind, dann müssen sie ein gutes Verhältnis zu den Lehrern haben und eine Bindung zu den Lehrern haben. Und dann wollen sie auch von den Lehrern lernen. Wenn man sich an denen orientieren kann, aber wie Ja. viele Lehrer gibt es noch, die man wirklich als Vorbild nehmen kann? Also ich weiß, dass es bei uns auch Lehrer gab, wo ich sagte, wow, super, also da kannst du ja das eine oder andere abgucken, das ist cool. Oder wie auch immer man das bezeichnet, wirklich das als Vorbild nehmen Ja. kann und sagen, Mensch, so möchte ich vielleicht mal werden, oder zumindest in dem und dem Aspekt, wie der redet, wie der auftritt. Aber gibt es natürlich viele Lehrer, die diese Vorbildfunktion oder nicht haben oder wo man sich nicht unbedingt dran orientieren möchte. Ja gut, es gibt auch manche Eltern, bei denen das so ist. Das stimmt. Und es ist gleichzeitig ganz wichtig zu wissen, der Bindung, die einer der stärksten Instinkte des Menschen ist, ist das egal. Das bedeutet, in dem Moment, wo die Kinder eine Bindung zu dem Lehrer haben oder zu ihren Eltern, haben sie die ja in der Regel. Das weiß man ja auch. Die Eltern erscheinen uns manchmal alles andere als perfekt, aber ihre Kinder lieben sie einfach und lernen dann eben auch von ihnen. Das bedeutet aber auch, also das heißt, wenn die Lehrer nicht so toll sind, die Kinder aber eine gute Bindung an sie haben, lernen sie trotzdem, auch wenn der Unterricht vielleicht gar nicht optimal ist. Und es das heißt aber auch, wenn die Kinder eine Bindung an die Gleichaltrigen haben, dann lernen sie alles von den Gleichaltrigen. Und dann sind sie an den anderen, an dem, was die Erwachsenen zu bieten haben, einfach gar nicht mehr interessiert, weil Bindung wie alles auf unserer Welt polar ist. Das heißt, wenn ich den einen liebe und noch nicht eine gewisse Reife habe, dass ich sehr umfassend sein kann, dann lehne ich den anderen erstmal ab. Und Kinder sind ja per Definition eben auch von ihrer Gehirnentwicklung her noch unreif. Und das heißt, sie orientieren sich an den Gleichaltrigen und es ist ganz egal, ob das, was die machen, gut ist. Das muss es sein. Und das führt dazu, dass bei uns immer mehr Jugendliche und Kinder die wollen alle gleich angezogen sein, sie wollen alle gleich reden, sie wollen alle die gleiche Musik hören und sie interessieren sich überhaupt nicht für die Erwachseneninhalte, sondern nur noch für ihre Jugend- und Popkultur. Und
Das ist ein ganz starker Instinkt. Das ist also nichts, was man jetzt mal eben irgendwie ändern kann, sondern das läuft über die Bindung. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie entscheidend wichtig das ist, dass sich die Verhältnisse ändern, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Siehst du dann grundsätzlich auch in der gesamten Welt, jetzt nicht nur auf die Schule bezogen, es finden ja viele Veränderungen statt, bewusstseinsmäßig. Kann es eben sein, dass die jungen Menschen heute in der Schule einfach nicht mehr das finden, was sie jetzt eigentlich bräuchten, nämlich eigentlich eine Vorbereitung auf, eine erweiterte Vorbereitung auf das, was auf uns zukommt, anstatt jetzt irgendwo Mathematik, Latein und sonst was zu lernen? Das ist natürlich das nächste Problem, dass die Lücke, die Kluft zwischen den Inhalten, die in der Schule angeboten werden, und dem, was eigentlich in unserer Welt heute interessant und wichtig und nötig ist, immer weiter aufgeht, diese Schere. Es ist ja schon für uns Erwachsene so, dass wir ununterbrochen massiv weiterlernen müssen, weil sich ja die Spirale der Entwicklung, der Bewusstseinsentwicklung, der technischen Entwicklung, der gesamten Entwicklung immer weiter beschleunigt. Das ist ja diese hyperbolische Kurve. Es geht immer schneller und die Veränderung in sich geht auch immer schneller. Und das kann man mit so einem schwerfälligen, zentralistischen Behördenapparat überhaupt nicht so schnell nachverfolgen. Bis jetzt die Schulen alle Computerräume haben, sind die Kinder schon auf ihrem iPod zugange und brauchen das gar nicht mehr. Und das geht alles viel zu langsam. Und deswegen ist das, was die Kinder interessiert, in der Schule immer weniger zu finden, selbst wenn die Kinder sich wirklich für die Gestaltung unserer Wirklichkeit interessieren und nicht nur für ihre gleichaltrigen Pop- und Daddelkultur. Das heißt, die Methode, dass wir die Leute zentral in einen Raum zusammentun und da dann nach einem Plan, der zentral erarbeitet wird und in ein Curriculum mündet und so weiter mit Kultusministerkonferenz, das dauert alles viel zu lange. Sondern wir haben das Computerwesen, wir haben das Internet, wir haben die weltweite Vernetzung. Und im Grunde kann heute, und das ist ja wunderbar, also ich genieße das sehr, jeder kann heute das gesamte Wissen der Welt zugänglich haben. Und wenn ich für die Dinge, die ich tue, kann ich jederzeit mir alles Wissen, was ich dafür brauche, herholen und kann das tun dann damit, was ich will. Und ich muss nicht so auf Vorrat lernen. Und so machen unsere Kinder das im Übrigen auch. Und so machen es eigentlich alle Kinder, wenn man sie lässt. Und im Grunde ist die Schule da heute wirklich auch Zeitverschwendung. Und wir können uns das eigentlich gar nicht erlauben, die Kinder derartig auszubremsen. Und die Wirtschaft ist ja nicht umsonst entsetzt darüber, wie die Kinder dann bei ihnen ankommen und dass sie die alle erstmal überhaupt erstmal irgendwie nachbilden müssen. Das heißt, die normale Bildung funktioniert schon nicht optimal, also die herkömmlichen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Aber das, was eigentlich heute die Notwendigkeit ist, ist ja, dass wir nicht mehr. Früher war es so, der Lehrer und der Pastor, die hatten überhaupt die Bücher im Dorf und Bildung war irgendwie Mangelware und oh toll, da gab es was zu lernen. Heute müssen wir ja ganz früh lernen, aus diesem absolut erschlagenen Überangebot und dieser Fülle gezielt das auszuwählen, was wir jetzt brauchen. Und jeder von uns weiß, wie leicht man sich im Internet einfach verirren kann, dieser Brockhaus-Effekt potenziert. Und das müssen unsere Kinder lernen. Und sie müssen lernen, trotzdem sich zu merken, was sie eigentlich wollten und sich nicht ablenken zu lassen. Das sind eigentlich die Sachen, die sie ganz dringend lernen müssen. Und das können sie in der Schule so nicht lernen. Ich finde ein sehr spannendes Thema. Wir haben schon viel länger geredet, als wir eigentlich wollten, aber ich denke, jeder muss natürlich selber erstmal sich damit befassen. Wir können die Menschen immer nur anregen. Aber danke, dass du hier warst, Dagmar Neubronner, und für auch die schwierige Sachen, die ihr durchgemacht habt, wirklich diese Behördenkämpfe, und ihr geht ja da auch noch weiter, dass sich da wirklich was tut, ne? Also vielen Dank Bitte. dafür und dass du da warst, Dagmar Neubronner. Danke.